Die Firma Schulte-Strathaus ist ein ursprünglicher reiner Steinkohlenbergbauzulieferer gewesen. Wir kommen ursprünglich aus dem Steinkohlenbergbau unter Tage und haben erfolgreich die Umstrukturierung hin zu internationalen, innovativen Geschäftsbereichen geschafft. Fördertechnik für Bandanlagen im Schüttgutbereich und der zweite Geschäftsbereich. Brandschutztechnik für Kabel- und Rohrdurchführung im Schiffsbau. Und der dritte Geschäftsbereich ist Vibrationsfördertechnik, also quasi Maschinenbau. Die Region Südwestfalen steht für mich ganz klar für den deutschen Mittelstand. Das ist die einzige Region Deutschlands, die so zersplittert bisher aufgetreten ist. Mit Sauerland, Siegen-Wittgenstein, Märkischer Kreis und Hellwig. Und die kommen so einzeln nicht weiter. Wenn, kommen wir nur als Dachmarke Südwestfalen weiter. Das Besondere an dem Prozess in Südwestfalen, finde ich, ist, dass man die Unternehmen, die Politik und die Wirtschaft im Allgemeinen an einen Tisch bringen konnte und für die Region, die es verdient hat, auch in den Fokus genommen zu werden, sich gemeinsam zu engagieren. Wovon ich wirklich überzeugt bin, ist die erfolgreiche Struktur, wie das hier aufgestellt ist. Der Verein Wirtschaft für Südwestfalen auf der einen Seite mit möglichst vielen Mitgliedern, um eine breite Basis an Unterstützung zu erreichen. Die 5 Landkreise, um auch die politische Unterstützung abzusichern. Und dann obendrauf gesetzt die Südwestfalen-Agentur, die die operative Arbeit en Detail macht. Und das ist das, was das hier ausmacht. Was auch die erfolgreiche Arbeit ausmacht, die jetzt schon in Berlin und Düsseldorf überall zu sehen ist und auch ankommt. Und an der Stelle müssen wir weitermachen. Und ich als Vorsitzender des Vereins Wirtschaft für Südwestfalen würde mir wünschen, dass wir dazu noch mehr Mitglieder und Eintritte in den Verein bekommen. Und deswegen brauchen wir Sie als Mitglied.